Willkommen zurück bei 2 die Zocken. Es geht weiter mit unserem Let's Play zu Batman Arkham Knight. Hallo Batgirl. Hallo Batman. Du hast zugegeben. Ja, übel. Das war jetzt aber total getrickst, David. Manno. So, das letzte Mal haben wir hier auf dem Weg zum Two-Face-Banküberfall den Turm klar gemacht. Und deswegen würde ich jetzt einfach gerade mal weiter. Ja, bitte. Es ist auch gar nicht mal so weit. Sind wir bestimmt gleich da. Ich habe ein Gedicht verfasst. Oracle ist die gute Frau. Wenn es um Technologie ging, war sie ziemlich schlau. Doch als das Angstgas sie umgab, fand sie sogleich ihr eigenes Grab. Und ihrem Daddy geht's jetzt ziemlich mau. So werden wir das Gordon mitteilen, Bats. Dann ist es nicht zu hart. Oh, der ist echt zum Schießen. Manchmal hasse ich ihn und manchmal liebe ich ihn. Ja gut, das ist ja halt genial, ne? Ja. Aber ich bin auch dafür, das sollte man einführen, dass man schlimme Nachrichten immer in Reimform überbringt. Oh, jetzt müssen wir wieder rumsneaken, ne? Besser. Ja, da ist doch dann wieder eine Zeit, auch mit Geld, oder? Wie viel zu rauspacken? Hm, bestimmt. Okay, seine beiden Anteile. Meine Angriffe werden vom Alarm überdeckt. Die Zeit der Heimlichkeiten ist vorbei. Na gut. Okay, Batman, dann sneaken wir halt nicht rum, wenn du das sagst. Keine Spur von Batman. David, du machst es ganz wunderbar. Irgendwann hauen wir schon einem auf die Nase. Wie cool ist das neu? Haben wir das schon mal gemacht? Wir haben es noch nie gemacht. Aber es geht wie mir schon. Ist halt doch eine Fledermaus, ne? Ob ich jetzt schon den Angst hätte benutzen müssen? Ja, anscheinend schon. So. Die haben alle Angst vor uns. Die laufen alle weg. Ich wusste gar nicht, dass da hinten noch einer steht. Aber es sah gut aus. Oh no. So, geldtechnisch sind wir noch gut. Das passt noch. Lebenstechnisch aber nimmer. Oh. In der Tat. Eher schlecht. Sehen wir irgendwo. Ah, okay, er ist ja noch 4 Stück. Das ist natürlich blöd. Leider zahlt für den hier. Wir richten seiner Frau unser Beifall. Treu. Das war gut. Oh no. Das war schlecht. So, ich wollte euch einfach mal zeigen, wie das so nicht geht. Ne? Ja, und es einfach ein bisschen spannend machen. Naja, Two-Face auch mal in der Aufnahme. Das war mir persönlich wichtig. Ja, da machst du es mir einfacher mit dem Thumbnail. Ja. Sehr nett, David. So bin vielen ich. Dank. Vielen Dank. So ist er wirklich. Ich kann manchmal schon nett sein. Ja. Sehr nett. Sehr nett. Oh, Batman. Oh. Batman, kannst du nicht gescheit flüchten? So. wir können auch wieder für ein, zwei Waffen unsere coole Ausschaltgun benutzen, ne? Das ist natürlich die Frage, wie weit es jetzt sich lohnt, zeittechnisch. Ich habe vorhin gehofft, als nur noch 3 dann übrig waren, dann wollt, weil wir hatten genau 3 Schuss. Ja, das wäre gut, ne? Wenn wir erstmal so probieren. Und dann vielleicht doch. Oh, irgendwas ist mit meiner Stimme.
Ja, die ist wunderhübsch wie immer. Die ist ein bisschen kratzig, ein bisschen rau. Halt. Hast du länger nicht geraucht? Das stimmt. Ich habe quasi aufgehört. Nee, Unterbrechung. Aufhören würde ich sagen, das dauert noch ein bisschen. Ja, aber ich würde es gerne. Ich würde es jetzt gerne durchziehen. Ja, klar, logisch. Sag keiner was dagegen. Mit der Ernährungsumstellung jetzt. Und es klappt schon seit letztem Sonntag. Also anderthalb Wochen. Wenn wir ein bisschen aufrunden. Aber kommt schon hin. War es gar nicht so einfach. Du musst die Folgen, glaube ich, jetzt ein bisschen überlabern. Bis das was wird. Na gut. Immer recht, Batman. Was gibt's denn so zu erzählen? Nee, alles gut. Ich versuche mich zu beeilen. Das ist nicht so einfach. Hier. Ich weiß nicht, ich finde, das kann man auch mal erzählen. Das ist vielleicht auch zwar was Persönliches, aber ich weiß nicht, ob ich es mal erwähnt habe, dass bei mir auf der Arbeit alles nicht so rund läuft. Man sehr, sehr ausgenutzt wird und sehr, sich sehr, sehr kaputt arbeiten muss. Und da habe ich jetzt die Reißleine gezogen und werde jetzt den Job wechseln. Und bin sehr, sehr froh über die Entscheidung und diese allumfassende Erleichterung, in der ich gerade bin, sagt mir irgendwie alle fünf Minuten so, es war die richtige Entscheidung. Die grinst nur noch, Leute. Ja, ich bin einfach so wahnsinnig erleichtert. Ich habe mir eingeredet, ich muss da bleiben und ich würde irgendjemandem was Gutes tun, irgendwas Gutes halt damit tun. Und habe halt gedacht, ich muss das machen und habe mich dazu gezwungen und es war echt die Hölle in letzter Zeit. Und jetzt ist mir echt klar geworden, auch jetzt natürlich durch die Gespräche mit der Ärztin, die halt einfach sagte, sie arbeiten sich völlig kaputt, sie sind krank geworden durch die Arbeit und es wird nicht besser, wenn sie da bleiben. Das war halt so ein richtiger Wachweckruf und jetzt muss ich da nicht mehr hin und das ist so, so schön. Ja, freut mich sehr für dich, ist kein einfacher Schritt. Jeder, der das behauptet, der hat keine Ahnung oder hat es noch nie gemacht. Der war auch wohl überlegt, ne? Wir sprechen da ja hier auch schon seit Anfang des Jahres. Also ein halbes Jahr, denke ich, sprechen wir da schon drüber. Ja. Und ich habe immer wieder überlegt und man möchte ja auch nichts Unüberlegtes machen. Und ich finde, es ist ein sehr schwieriger Grat zwischen, es ist Stress und es ist Anstrengung, die halt einfach mal sein muss. Ab und an ist es einfach stressig in jedem Job. Und dieses, aber es kann nicht sein, dass das über Monate oder Jahre sogar hinweg durchgehend ein Ausnahmezustand ist. Weil zu wenig Leute da sind, weil eine Chefin zu viel erwartet, zu viel verlangt, ganz komische Anforderungen hat. Was auch immer dann der Grund ist. Ja. Aber es ist sehr schwierig dann eben zu entscheiden. Reagiere ich jetzt über oder ist es sehr gerechtfertigt? Und da bin ich zu schwach oder hat die Frau recht? Ne? Das ist natürlich klar. Genau, ja. Mir hat wahnsinnig geholfen, drüber zu sprechen mit ganz vielen Menschen, mit ganz vielen lieben Leuten in meinem Umkreis, um auch eben deswegen, was wir jetzt gerade gesagt haben, auch einfach mal eine Sicht von außen zu hören oder sogar viele Sichten von außen. Und da ich eigentlich nur bestärkt wurde, habe ich den Schritt jetzt gewagt und bin sehr, 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 sehr froh. Ja, und jetzt kann man endlich sich erholen, neue Kraft schöpfen, ja. Was Neues suchen. Genau, und nach vorne schauen, einen Schritt nach vorne wieder gehen. Er ist unter uns, er nutzt die Bodengitter. Okay, sehr gut. Es sind jetzt nur noch drei. Hast du die Waffenausschaltung jetzt schon gemacht? Bei einem. Bei einem. Bei einem, okay. Ah, nice. Was hat der denn da gemacht? Was ist das dann für ein Zimmer? Schublade durchsucht. Wenn das Schicksal ein Massaker will, wie soll ich das abnehmen?
So, 9 von 10. Da ist er. Naja, also. Wenn es so einfach wäre. Zum Glück ist Batman immer cool. Ah, ich muss ja dann noch rauskommen, ne? Ja, irgendwas war da. Und es sind dann doch irgendwie mehr als diese 10, ne? Haben wir festgestellt. Okay, müssen wir jetzt nur noch rauskommen? Two-Face hat den Alarm abgestellt. Ich muss leise sein. So, na, jetzt probieren muss ich doch mal. Noch mal die Jungs hier. Betsy, du geile Sau. Das sind immer noch ein paar, hey. Shit. Können wir die einfach gehen? Nee. Schade. David schüttelt mit dem Kopf. Na gut. Das ist aber ziemlich cool gemacht, muss ich sagen. Mit den Tierköpfen hier, auf die wir uns schwingen können. Auf wen hat er denn geschossen? Oh Gott. Okay, keine Panik, keine Panik. Hilfe! Okay, konzentrieren und gucken. Zwei sind drei. Noch, ne? Drei? Eins, zwei, drei. Oh ja, okay. Sollen wir dann vielleicht erstmal den oben, der alleine ist, machen? Ich schau jetzt mal, ob ich die mit dem Unterbrecher drei Leute triff. Ach so, ich dachte, weil wir verschossen haben, haben wir die jetzt gar nicht mehr. Ja, nice. Aber die könnten halt auch mal stehen bleiben, ne? Jungs! Oh, sehr gut. Hahaha. Ja, ihr habt gar keine Chance, Jungs. Sorry. So, wo war der dritte? Der war oben. Ich weiß nicht, ob er noch oben ist. Da ja. Ist er. Den krieg ich doch einzeln, weil der hat noch eine Waffe. Ich hab keinen Schuss mehr. Können wir uns irgendwie anschleichen, rauchen, von hinten, irgendwas, dass wir halt nicht ins Kreuzfeuer geraten. Wo ist denn der Rest? Sehe ich jetzt nicht. Nein. Pow, pow, pow. Yippee. So, noch zwei mit kaputten Gewehren. Ja, das ist das Beste, weil wenn die schießen, hey. Nun denn. Sehr gut. Batman. Ich wusste, dass du das nicht zulässt. Gut, war jetzt nicht das Beste, aber das war auch gar nicht so einfach. Das war gar nicht so einfach, das meine ich aber auch. Ja, was hast du denn? Der macht gerade Bauchtraining. Boah, das ist ein Fahrrad, so lang so zu halten, ne? In der Tat, ja. Füße in der Luft und Ärmel in der Luft. Und nee. Und halten. Ja. Und der zittert nicht mal. Also ich würde schon zittern. Der hat bestimmt ein Waschbrett. Letzte Chance. Geh mir aus dem Weg. Oder ich erledige dich persönlich. Solltest du uns irgendwas sagen, dass wir die noch sprechen? Die Bank in Russia ist sicher. Schicken Sie einen Wagen. Ah, okay, alles klar. Das hat nur gedauert. Und jetzt geht die Tür auf. Danke. Ja, schön. Ja, das freut mich, dass wir das jetzt geschafft haben. Jetzt bist du mal wieder mit Aussuchen dran. Oh. Wir haben Hauptquest. Wir haben... Wieso haben wir den nicht mehr? Firefly hat es auf die Feuerwachen der Stadt abgesehen. Wenn ich dem Rauch folge, finde ich... Oh, schade, schade, weil wir hatten irgendwas mit dem gefunden, ne? Wir haben Pinguin, Riddler, irgendeinen Wachturm kaputt hauen. Aber warte mal, haben wir bei Pinguin, können wir da hin? Ja. Aber ich sehe da jetzt auch wieder keine Meter. Haben wir das letzte Mal schon ausprobiert. Ja. Mich zu Fuß. Oh, oh. Folge ihm bis zum Wachenlager. Ach du Scheiße.
Ich muss kurz hier weg. Ist ja unmöglich. Und das hat auch gespeichert, oder? Ja, genau. Lass mal schön weit hochfliegen. Doch, das haben wir nämlich das letzte Mal uns schon angeschaut. Ja, jetzt steht's auch wieder da. Also, das irritiert mich. Aber gut. Dann haben wir hier noch das Zeug. Aha. Den haben wir wahrscheinlich nicht. Ich werde nach Azraels brennenden. Aber wir hätten hier noch gepanzert und gefährlich. Wir haben einen Panzerwagen. Ja. Panzerwagenverfolgung. Mhm. Feuerwehrmänner wissen wir nicht, was wir machen sollen. Okay, nö. Two-Face. Also dann muss ich sagen, hätte ich Lust auf... Und noch so Miliz killen. Pinguin. Pinguin ist halt ein Lastwagen verfolgen, ne? Die Waffendepots. Okay, aber was willst du damit sagen? Nee, hey, nur Bruce, falls du es weißt. Ich habe einen der Trucks des Pinguins gefunden. Er das steht am Kanal auf Bleak die Art von Nebenquest. Ach so, ja. Nö, das ist mir egal. Aber ich habe jetzt auf sowas Lust. Sehr gut. Dann geht's los. Jetzt fliege ich natürlich äußerst langsam. Ah, das gehört ja zum Plan. Wir gleiten jetzt. Solange wir nicht ins Wasser gleiten, ist alles gut. Oder nicht auch noch nur einen Schuss abbekommen, wäre auch super. Wieso haben wir denn immer noch so wenig Leben, sag mal? Ich weiß nicht, wann das aufgefüllt wird. Ich versuche mal drauf zu achten. Ich habe diese Info bis jetzt noch nicht gebraucht. Ja, wir waren immer auf irgendwelchen Gebäuden, ne? Wir wurden jetzt auf einer Straße noch nicht so angegriffen. Oder waren irgendwie im Batmobil. Mobil hoch? Also irgendwas hat meine Stimme heute. Was macht die Fledermaus hier? Was soll ich jetzt hier machen? Entschuldigung. Ich glaube, jetzt habe ich ein bisschen laut gelacht. Was? Schau mal, wo ich bin. Das ist ja fantastisch. Ich dachte, wir stürzen direkt ins Wasser, ehrlich gesagt. Ich habe es nur fliegen sehen. Das ist sehr großartig. Du bist immer noch nicht in die Kirche. Trotz meiner Anweisungen. Nochmal rufen. Hm? Mein Batmobil steht jetzt da drüben. Ich hoffe ja, dass das... Ja, wir müssen wahrscheinlich nur ein Stück weg, oder? Und dann können wir es rufen. Sehr gut. Ja, alle einsteigen. Ja, und der kann einfach nicht Auto fahren. Der nimmt dich mit, du Blödel! Wenn ich sie mit dem Batmobil verfolge, werden sie mich bemerken. Das sagst du jetzt, Betty. Im Moment müssen wir nicht diesem Auto hinterher, das gerade losgefahren ist? Wenn wir es mit dem Batmobil verfolgen, deswegen hauen die gerade ab. Kommen. Oh. Geht gerade nicht, Pinguin. Ich hab die verschreckt. Oh. Leider. Oh Mist, ja. Betsy hat jetzt echt spät was gesagt. Ja, ne? Ist so. Was willst du denn dann machen? Pinguin geht gerade nicht. Geht das jetzt echt nicht? Nee. Ist durchgestrichen. Ja, ich dachte vielleicht, weil wir schon drin sind oder so. Nö. Och. Wir könnten auch... Na, ich weiß nicht, wir haben jetzt viele Nebenquests, ne? Ja. Ja, das wäre doch... Da hätte ich Bock drauf. Auch so eine schöne Leiche. Ich werde die Leiche untersuchen, die ich im Hof... Dann hoffe ich mal, dass ich da mit meinem Batmobil mehr Erfolg habe. Ich habe gerade nämlich den Lieferwagen des Pinguins verschreckt. Ich bin manchmal echt blind. Das hat jetzt auch echt gedauert. Obwohl, manchmal, wenn man nicht in die Richtung guckt, dann zeigt es die Meter auch nicht an, ne? Ja. Da bin ich ja beruhigt, weil manchmal sehe ich die einfach nicht. Also, diese Pfeile sind wundervoll. Wo soll ich denn? Du sollst da hochfahren und dann nach links. Ich soll hier aussteigen.
Da. Wo ist es? Muss doch dann jetzt hier sein. Nicht mehr derselbe, seit der Joker tot ist. Da drüben. Ach so. Ja, was. Und da kommt das Batmobile nicht hin? Nee. Und mit diesem schönen Flug können wir uns ja schon fast was? Oh, Leute, verabschieden natürlich. Verabschieden. Guckt mal auf die Uhr, Leute. Das ist nicht Blood, hey. Ja, es ist schon wieder soweit. Schon wieder eine Folge vorbei. Ist sicher, dass ich das hier machen will? Das ist ein bisschen unfair. Ich will zum Schießen. Können wir gar nicht, oder? Wir haben das Batmobil nicht. Das und noch viel mehr finden wir morgen um 18 Uhr heraus. Ja, bis dahin. Bis dahin. Ciao.